Judith, herzlich willkommen. Es gibt Sim hoch. Oder Querformat. Mengentext auf weißes oder farbiges Papier gedruckt. Typografische Auszeichnungen. Texthierarchien. Verschiedene Schrifttypen. Sinnformat füllend. Zumeist einspaltig gesetzt. Auf Mittelachse. Und im Blocksatz. Befestigt an Plakatwänden, Stromkästen, Eingangstüren oder Steinwänden. Das sind Paschkeville in Mea Shearim. Liebes Publikum, mein Name ist Judith Holly. Und ich freue mich, Ihnen in den nächsten 15 Minuten über das Medium des Paschkewils berichten zu dürfen. Mea Shearim, das ist ein Stadtteil im Westen Jerusalems, der 1874 als ein autarkes Viertel außerhalb der Mauern der Altstadt erbaut worden ist. Es ist ein Ort, der bestimmt ist durch die Gesetzlichkeiten strenger jüdischer Lebenswelten. Hier leben vor allem halachisch lebende jüdische Menschen, deren Medienverhalten sich gegen einen technischen Fortschritt richtet und die Nutzung digitaler Kommunikation ablehnt. Der Stadtteil, der zählt rund 9.400 Einwohnende, der fast 900.000 lebenden Menschen in Mea Shearim und ist eigentlich auch heute noch ein Abbild seiner Gründungszeit im 19. Jahrhundert. Der Begriff des Paschkewil, im Plural spricht man auch von den Paschkewilim, ist auf die Statuengruppe Pasquino in Rom zurückzuführen. Genau hier soll im 18. Jahrhundert ein römischer Bürger seine Verse gegenüber einer autoritären päpstlichen Herrschaft befestigt haben. Eine Art der freien Rede, die schnell an Gefallen erlangte und zu einem Phänomen wurde, das sich weit über Westeuropa dann ausbreitete. Die alten Aschkenasim, also jüdische Menschen aus Mittel-, Nord- und Osteuropa, bringen diese Form des Publizierens dann später nach Jerusalem. Ja, heute dominieren die Paschkewilim die urbane Landschaft in Mea Shearim. Sie erzählen über den Alltag im Stadtviertel und beschäftigen sich mit Meinungen und Ideen des Zusammenlebens in einem religiösen, ja meist antizionistischen Kontext. Durch ein Austauschprogramm in Jerusalem entdecke ich dieses Medium. Erstmals jedoch nur durch das Busfenster. Ein halbes Jahr später begebe ich mich dann auf eine 12-tägige designethnografische Feldforschung durch Mea Shearim. Dabei begegne ich den Menschen stets mit einer respektvollen Haltung. Wie man hier sehen kann, ich passe mich auch ihren Bekleidungsvorschriften an, die besagen, dass Frauen geschlossene Blusen mit langen Ärmeln, lange Röcke tragen müssen, keine Hosen sowie keine körperbetonte Bekleidung tragen dürfen. In meiner Recherche nehme ich dann unterschiedliche Rollen im Feld ein. Im ersten Teil habe ich eine rein beobachtende Position. Ich halte einige meiner Momente als Bewegtbildaufnahme fest. Wie man in diesem konkreten Beispiel jetzt sehen kann, geht es um das Leseverhalten der Bewohnenden in Bezug auf das Paschkewil.
Denn im Gegensatz zum westlichen Plakat, das eine durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von etwa 2 Sekunden hat, findet vor dem Paschgewill ein regelrechtes Verweilen statt. Im zweiten Teil führe ich Interviews. Ich treffe Personen mit ganz unterschiedlichen Bezügen zum Stadtteil. So befrage ich etwa einen israelischen Studenten, der aufgrund der zentralen Lage und den günstigen Mietpreisen in Meir Shearim wohnt. Er begleitet mich einen Tag durch den Stadtteil und übersetzt mir einige Paschkewilim. Weiters interviewe ich einen Aussteiger der ultraorthodoxen Gemeinschaft. Er ist in Meir Shearim geboren und aufgewachsen und verlässt den Stadtteil mit 22 Jahren. Er berichtet mir eigentlich so über sein Leben in ultraorthodoxen Gruppierungen und die Rolle des Paschkewil. Ich treffe auch eine tschechische Fotografin, die Meir Shearim seit über 7 Jahren porträtiert. Sie erzählt mir von ihrer Arbeit und den Erfahrungen mit den Menschen im Stadtteil. Ja, aufgrund rein formaler Kriterien erstelle ich erstmal eine Auswahl der gefundenen Paschkewilim und lasse mir diese sinngemäß übersetzen. Die Texte, die sind oftmals ein Zusammenkommen aus dem Jiddischen, der vornehmlichen Alltagssprache in Meir Shearim und dem Hebräischen. Wie wir in diesem Beispiel sehen können, geht es um einen politischen Appell. Es wird dazu aufgerufen, Kinder und Jugendliche aus einer vom Staat Israel geförderten Schule zu entlassen. Das zweite Beispiel zeigt die Vermittlung eines gesellschaftlichen Aspektes durch das Paschkewil. Es handelt sich dabei um eine Todesanzeige. Im dritten Beispiel geht es um ein kommerzielles Anliegen. Ein Reiseveranstalter wirbt für seine Busfahrt nach Hebron. Ja, im Rahmen meiner Analyse fällt es mir schwer, aufgrund einer rein visuellen Ebene Aussagen zu den jeweiligen Inhalten treffen zu können. Ich kann dabei keine gestalterischen Bezüge zwischen Inhalt und Form herstellen. Klar, typografisch unterscheiden sich die gefundenen Paschkewilim ja sehr wohl voneinander, jedoch ist es mir trotz den Übersetzungen nicht möglich, visuelle Kriterien zur Gestaltung abzuleiten. Welcher Inhalt bekommt also welche Form? Eine Frage, die mir leider auch im Rahmen der Interviews niemand beantworten konnte, da das Paschkewil oftmals erst gar nicht als ein gestaltetes Medium überhaupt verstanden wird. Durch die Interviews ergibt sich jedoch ein Treffen mit der Frau einer 18-köpfigen Familie, die mit ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern in Meir Shearim wohnt. Leider kann ich mit der Frau nur sehr bedingt kommunizieren, da ich weder Jiddisch noch Hebräisch spreche. Sie spricht kaum Englisch. Dennoch versuche ich ihr über mein Interesse zum Paschkewil zu erzählen und sie bittet mich in ihr Haus, in der sie mich in eine kleine Abstellkammer führt, wo ich eine Sammlung an Paschkewilim finde. Ich dokumentiere einige meiner Fundstücke und möchte natürlich gerne mehr dazu wissen. Weitere Kommunikationsversuche scheitern jedoch, weshalb ich beginne, online zu recherchieren. Dabei stoße ich immer wieder auf den Namen Joelisch Kraus, der Anhänger einer radikalen antizionistischen Gruppierung in Meir Shearim. Ich finde einen Artikel über ihn und seine private Sammlung von über 20.000 Paschkewilim, die seit 2011 von der National Library of Israel als ein digitales Archiv online zugänglich sind. Ja, tatsächlich stellt sich heraus, dass die Frau mit ihren Kindern, die ich in Meir Shearim getroffen hatte, die Familie von Joelisch Kraus ist und ich einen Teil der physischen Sammlung seiner Paschkewilim sichten konnte. In
meiner Publikation sind die aktuellen Beobachtungen festgehalten. Sie dient als ein aktuelles Zwischenergebnis meiner Auseinandersetzung und ist der Startpunkt für meine weiteren Untersuchungen. Denn durch das gesammelte Material stellt sich nach den 12 Tagen Feldforschung nun einige neue Fragen zum Medium des Paschkewil. Vor allem in Bezug zum visuellen Ausdruck, da Paschkewille mittlerweile digital gestaltet und produziert werden, die technischen Möglichkeiten, die die digitale Gestaltung jedoch mit sich bringt, wird nicht genutzt. Vielmehr erinnert die Gestaltung an die Anfänge des Buchdrucks und daran, als Plakate noch in Form von Buchanzeigen gedruckt worden sind. Durch meine Interviews mit der Fotografin werde ich auch auf das mosaische Bildverbot aufmerksam, denn bis auf einige wenige Ausnahmen entzieht sich das Paschkewil dem Bild komplett und fungiert, wie wir sehen können, als ein rein typografisches Medium. Dies könnte jedoch auch an der bewussten Ablehnung des Aufkommens der Lithografie liegen. Als im 19. Jahrhundert das Plakat zu einem künstlerischen Ausdrucksmittel in der Malerei wird. Denn bis zu diesem Zeitpunkt stand die Schrift im Mittelpunkt. Und erst durch die Möglichkeit der seriellen Herstellung von Text und Bild wird das Plakat als neue Kunstform begriffen. Und genau dieser neuen Kunst könnte sich das Paschkewil bis heute bewusst entzogen haben. Im Rahmen meiner Recherche habe ich auch festgestellt, dass Paschkewilim nicht nur großformatig an Wänden zu finden sind, sondern oft in kleineren Formaten als Handzettel oder Flugblätter. Diese werden ebenfalls in den öffentlichen Raum gespielt, jedoch nicht an Flächen geklebt, sondern lose am Straßenboden verteilt. Vor allem an Schabbat und an jüdischen Feiertagen sind Paschkewilim als Flugblätter vermehrt in Meerscharim zu finden. Hier sehen wir die Reproduktion eines Paschkewil im Format 21x29,7. Und dabei unterscheidet sich die Gestaltung der kleinformatigen Paschkewilim eigentlich nicht von der Gestaltung der großformatigen. Ich habe also den Moment des Paschkewil als Flugblatt dann weiter verfolgt und mir einige Flugblätter der deutschen Arbeiterbewegung aus den Jahren 1848 bis 1933 angesehen. Hier ein Flugblatt aus Mainz vom 18. März 1883. Ja, und bei dieser Recherche sind mir sowohl formale als auch inhaltliche Ähnlichkeiten zum Paschkewil aufgefallen. Das Flugblatt, das oftmals auch als Einblattdruck beschrieben wird, wird zu Beginn von Buchdruckern genutzt, um auf Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Später entwickelt es sich dann zu einem Medium zur Vermittlung von politischen, sozialen sowie kommerziellen Themen. So auch das Paschkewil, wie wir bei den übersetzten Beispielen sehen konnten. Ja, als eigene grafische Disziplin zeigt das Paschkewil exemplarisch, wie Gestaltung abseits eines mitteleuropäischen Designdiskurs entstehen, aussehen und funktionieren kann. Ein Medium, das sowohl als Flugblatt als auch als Plakat im öffentlichen Raum kommuniziert. Bis heute ist es das Massenmedium in Meerscharim, dessen visueller Ausdruck bestimmt ist durch die Meinungen und Ideen des Zusammenlebens der Menschen im Stadtteil. Es dient den Bewohnenden als Verhandlungsmittel, gleichzeitig markiert es den Ort und fungiert als ein inoffizielles Erscheinungsbild des Stadtteils. Vielen Dank.